Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 3. Letztes Mal haben wir im McNeils Anwesen die Bekanntschaft mit den alten McNeils gemacht, also den Vorfahren vom aktuellen McNeil. Und das waren natürlich irgendwelche komischen Geister, die uns zwar bekämpft haben, aber nicht allzu schwierig waren. Hier noch Heilkräuter und jetzt sind wir in der Küche. Ich glaube, es ist einfach nur verrückt. Also niemand würde die Tür zur Küche einfach zunageln. Das, außer er ist natürlich ein kompletter Vollidiot. So, wo will ich jetzt eigentlich hin? Ah ja, ich weiß schon wieder. Na, den Kampf, ich werde gleich flüchten, genau. Weil, bin ich allzu viel... wäre halt gut, wenn ich entkommen könnte. Und heilen sollte ich mich auch irgendwann wieder mal. Aber das werde ich dann mit Ryos Fähigkeit machen. Beziehungsweise brauche ich gar nicht, weil ich komme sowieso jetzt, glaube ich, irgendwo hin, wo ich ein Nickerchen machen kann, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt sind wir wieder am zweiten Stock oben, in einem Zimmer, das war vorher abgeschirmt. Okay. Das ist ziemlich einsam wahrscheinlich hier mit den ganzen Geistern. Also kann ich hier doch nicht schlafen, dann werde ich noch ein Heilkraut nehmen hier. Auch wenn das jetzt theoretisch ein wenig Verschwendung ist. So, haben wir jetzt endlich die Gegner, die ich haben will? Ja, genau. Und zwar Donnerruf sind das. Die gibt es hier zwar nur in der Farbe Blau, kommen später auch in anderen Farben vor. Und von denen können wir eine neue Fähigkeit lernen. Schauen wir, ob es gleich klappt. Nein, hat nicht geklappt, aber zumindest haben wir die Fähigkeit gesehen. Gleich nochmal probieren. Das muss ich leider jetzt so oft probieren, wie es funktioniert. Weil... ich habe nicht vor, noch allzu viele Zufallskämpfe zu absolvieren, sondern ich werde hauptsächlich flüchten jetzt. Ansturm ist übrigens ein ganz normaler Angriff, der stärker wird, je höher die eigene Verteidigung ist. Allerdings eine ziemlich niedrige Trefferrate hat, deswegen eher sinnlos. Zumindest für den Anfang des Spiels. Es gibt später vielleicht einen... oh, gelernt. Es gibt später vielleicht einen Charakter, der kann vielleicht davon Gebrauch machen, aber ja... dazu kommen wir erst viel, viel später. Wichtig ist die Fähigkeit 135. Was ist denn hier los? Wichtig ist es, die Fähigkeiten jetzt schon mal zu lernen, damit wir später dann nicht... also damit wir sie erstens haben und später nicht mehr so arg darum kümmern müssen. Sonst hier geht es gleich weiter. Und es kommt ja eine Zwischensequenz, das heißt auch, es kommt der nächste McNeil. Dieses Mal in wunderschönem Uringelb. Wenn man das so sagen darf. deine Freunde haben schon gesagt, dass du das sagen willst, aber ich glaube nicht, dass du recht hast, also... wenn du genauso stark bist wie deine Vorfahren, dann solltest du ja kein Problem darstellen. So, wieder dasselbe wie vorher. Wir versuchen, so viel wie möglich mit Zaubern Schaden anzurichten. Ich glaube, der hat auch die Fähigkeit, genauso wie einer wie der vorige, uns Mana abzuziehen, und sollten wir das Mana wenigstens sinnvoll verbrauchen, bevor es er uns abzieht. Zuhauen mit unseren Silbermessern können wir später immer noch. Der ist übrigens gar nicht so anfällig auf Simon. Greifen wir mal normal an. Mana haben wir sowieso keins mehr. Greifen wir mal eine Runde normal an und schauen, wie viel Schaden das wir machen. Aufbrausen können wir nicht lernen, das hat Tipo von Haus aus als normalen Spruch. Aber es ist quasi das gleiche wie das Brennen von den Magikus, das wir nach dem McNeil-Haus wahrscheinlich lernen werden. Komm, lass mich auch dran. Danke. Übrigens gilt das mit den, wie man gerade sieht, gilt das mit den mit der Zauberpriorität natürlich nicht für Gegenstände. Das heißt, heilen mit Gegenständen kann sein, dass es etwas spät kommt, während heilen mit Zaubern immer vorzuziehen ist. Das ist auch deswegen wahrscheinlich so gebalanced, weil man nicht übermäßig oft die Möglichkeit hat, hier seine Mana wieder aufzuladen, während man in solchen Dungeons ist. Es gibt sehr wenige Items, die die Mana wieder herstellen, oder zumindest am Anfang. Und Mana ist immer eine eher begrenzte Ressource.
So, und jetzt werden wir, wie gesagt, vor quasi allen Zufallskämpfen fliehen. Ich zeig nur mal einen her, weil es Gegner sind, die wir zwar schon gesehen haben, aber von denen wir noch nicht wissen, dass sie dort dann vorkommen. Also weiter geht's. Er war nicht allzu schwer, der Typ. Oh, Zwischensequenz. Na, da bin ich gespannt. Okay. Ja, momentan schaut es nicht so aus, als wäre das so erfolgreich gewesen. Also, ich würde mir keine Illusionen machen. Naja, gut, wenn die Geister schon nicht so stark waren, dann kann ja der Lebende kein Problem sein. Oh, was ist hier los? Das ist übrigens auch wieder ein Quasi-Übersetzungsfehler. Ich weiß gar nicht ganz genau, was ich hier sagen wollte. Moment, ich werde mich kurz noch heilen. Also Tico, genauer gesagt. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich mehr Zufallskämpfer kämpfen werde. Und hier zur Benutzung des Lifts Schalter drücken und gemeint ist der hier Lift hier. Natürlich wollen wir den benutzen, weil es ist momentan der einzige Weg, den wir gehen können. So, und hier, das ist jetzt der Raum, in dem ich eigentlich vorher rein wollte. Ich dachte eigentlich, hier gibt's was. Oh, das ist der Raum drüben. Keine Ahnung, wie ich darüber komme. Egal, wir fliehen ja wieder mal. Ja, ja, das ist... Ja, Flucht ist übrigens nicht so einfach wie in Final Fantasy 9 und 10. Also, die Chance auf eine Flucht ist ziemlich niedrig eigentlich, also vergleichsweise niedrig. Das klappt nur ungefähr jedes zweite Mal. Ich bin schon manchmal 5 bis 6 Stunden gesessen und habe nicht flüchten können. Ja, keine Ahnung, es ist mal sehr gut, weil da können wir uns ausruhen, oder? Also kurz ausruhen, unsere Mana und HP wiederherstellen. Oben bei dem Buch, das im gleichen Raum gelegen ist, können wir speichern. Das ist so ähnlich wie in Reishütte oder im Kampierzelt. Das ist quasi das gleiche Buch. Also los. Schauen wir mal, was hier hingeht. Und jetzt sind wir wo? Oh, wir sind am Dach. Gute Frage, keine Ahnung. Aber nachdem er am Anfang aufs Dach gesprungen ist, wird er sich wahrscheinlich hier irgendwo rumtreiben, oder? Hey, da ist ja wirklich ein Abgrund dazwischen, oder? Und? Ah, die Logik verstehe ich zwar nicht ganz. Aber wird schon irgendwie funktionieren. Gut, hier geht's folgendermaßen weiter. Erstens mal wieder. Ich hab gern Ryu als Partyleader hier. Auch wenn das nicht wirklich einen Unterschied macht jetzt. So, letzter Zufallskampf hier. Und zwar, oh, da gibt's einen Donnerwurf auch noch. Egal. Zuerst mal die beiden Fledermäuse erledigen. Ist es nicht so tragisch, wenn Ryu jetzt schon auf Level 7 aufsteigt? Solange wir nicht auf Level 8 kommen, was etwas ungünstig wäre. Das ist halb so tragisch. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ich auf Level 8 wäre. Aber es erspart mir später einiges an Zeit. Sagen wir mal so. Was genau ist, sehen wir dann nach den Ereignissen hier im McNeil-Haus. Und um weiterzukommen, müssen wir hier runter, glaube ich. Nein, das war noch falsch. Moment, kurz. Ich dachte nicht, das ist hier. Beim grünen Moos übrigens können wir nicht drauf. Das heißt, wir müssen eine Passage suchen, wo wenig Moos wächst. Das ist hier circa. Die Steuerung ist manchmal etwas verwirrend. Genau. Sondern auch von dem, wenn wir fliehen. Das ist ja nicht allzu tragisch hier. Ich wusste gar nicht, dass die Donnerrufe hier auch unterwegs sind. Ich dachte nicht, die sind nur drinnen. Okay, hier noch über die Leiter gehen.
Wir müssen nämlich etwas finden. Und zwar genau das hier. Ein Enterhaken. Und mit dem können wir irgendwie aufs andere Dach kommen. Zumindest, wenn wir es schaffen, ihn rüberzuwerfen. Aber offenbar sind Tipo und Ryo zu klein, um das Teil rüberzuwerfen. Hey, Rai ist wieder da. Juhu! Also hat er es doch aufs Dach geschafft. Und was musstest du finden? Das wird übrigens nie aufgeklärt, warum Rai uns nicht hier, also nicht ins Gebäude reingekommen ist und uns geholfen hat, auch wenn es nicht so extrem wichtig ist, aber für einen deiner Pläne lief es ziemlich gut, also normalerweise Mord und Totschlag, das Ende der Welt und so, aber dieses Mal ganz okay. Oh, hey, Enterhaken. Ja, vielleicht kann Rai ihn rüberhauen. Beinahe witzlos. Ja, stimmt eigentlich. Ziemlich coole Animation, finde ich. Na, finde ich. Brauchst du nur noch treffen, oder? Okay, ich glaube, so war das nicht geplant, oder? Okay. So funktioniert es natürlich auch, also. Kein Problem. Wenn es sein muss. Hier kommen wir dann über das Seil rüber. Man kann theoretisch auch, wenn man drüben jetzt wieder alle Partymitglieder unter Kontrolle hat, kann man wieder über das Seil zurückgehen und drüben noch etwas aufsammeln. Ich glaube, drüben müsste noch irgendwo etwas rumliegen, oder? Nein, stimmt. Drüben müsste gar nichts mehr rumliegen. Stimmt eigentlich. Das heißt, es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, hier wieder rüber... Ja, gut gehen? Was? Was redest du? Es gibt keinen wirklichen Grund, wieder aufs andere Dach zu gehen, aber es ist zumindest möglich, also. Okay. Na also, können wir dann endlich weitergehen? Also, wir haben ja hier immer noch eine wichtige Arbeit zu erledigen. Na komm. Entschuldigen kannst du dich später auch noch. Also, was hier sehr wichtig ist, abgesehen davon, dass wir von den Kämpfen wieder flüchten werden und ich deswegen sie nicht rausschneiden brauche, juhu! Es gibt hier noch etwas sehr, sehr Wichtiges. Genauso wie die Flügelklinge ganz am Anfang des Spiels gibt es auch hier eine Waffe zu finden, die, würde ich mal sagen, sehr wichtig ist. Und zwar hier steckt sie mitten im Dach drinnen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das genau funktioniert. Und zwar ist das der Breitsäbel. Ups, den werden wir auch gleich ausrüsten. Ich glaube, Breit kann ich gut brauchen. 48, huhuhu. Nicht schlecht. Er macht schon ganz Schaden damit. Und es gibt noch etwas anderes zu finden hier. Abgesehen davon, dass es hier, glaube ich, irgendwo reingeht, da vorne. Gibt es noch etwas anderes zu finden? Ich glaube, ein Vitamin müsste noch irgendwo rumliegen. Oder etwas ganz anderes, keine Ahnung. Das holen wir uns auch noch und dann geht's ins Haus rein und schauen wir mal, wo dieser McNeil sich rumtreibt. Ja, hier die Stiegen, da geht's rein. Das machen wir gleich. Zuerst noch ganz hier rüber. Und ich glaube, hier unten irgendwo. Ah ja. Ein Schwarz, kein Vitamin, sondern ein schweres Auge oder wie auch immer, was das genau sein soll. Ist auch ein Fischköder, also den können wir in Folge dann auch brauchen, aber ist nicht allzu wichtig. Können wir theoretisch auch kaufen, also. Ja, ja, ist schon gut, ich würde gern flüchten, danke. Also wie gesagt, wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr auf den Breitsäbel aufsammelt. Genauso wie die Flügelklinge, das sind die zwei Waffen, die man hier vergessen könnte, die nachher nicht mehr zugänglich sind und die dann verhindern, dass man etwas Spezielles macht. Was genau das ist, das dauert noch einige Zeit. So, hier
Wenn wir durch die Tür gehen, dann geht's weiter mit der Story. Zuerst allerdings machen wir Equipment Check. So, Silbermesser bleibt ganz normal. Und dann haben wir Messingham West, der Lederpanzer. Das ist alles ganz okay. Also Breitsäbel, Stoffschild, Messingham, das ist alles super. Talisman, wie gesagt, werden wir nicht verwenden momentan noch. Das sind auch alle halbwegs gut. Mit den HP unterwegs. Das ist das einzige Problem am Menü, wenn man links und rechts drückt, kann man durch die verschiedenen Kategorien durchscrollen und mit drauf und runter scrollt man ganz normal. Leider auf meinem D-Pad ist das leider nicht ganz so einfach zu bedienen immer und ich verdrück mich manchmal etwas. So, heimel nach Rio. Und was der letzte McNeil zu sagen hat und ob wir das Geld wieder heranschaffen, also das Steuergeld wieder heranschaffen können, das sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Breath of Fire 3. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß